Guten Morgen zur Froscon, hier der erste Vortrag in diesem Saal. Schön, dass ihr alle den Weg hergefunden habt. Wir gehen gleich in Medias Res. Erster Vortrag ist von Thorsten Lehmhus. Ihr kennt ihn vielleicht von Veranstaltungen wie der CT, dem als Autor des Kernel Logs, das sicherlich auch ein Fluss nehmen wird hier in den heutigen Vortrag. Ansonsten Aktivist bei Fedora, kann man glaube ich sagen. Vielleicht sagst du noch ein bisschen selbst was dazu. Und aber auch ein profunder Kenner der Entwicklung und Bewegung rund um den Linux-Kernel, worüber ja regelmäßig auch berichtet in Schrift und Wort. Und deshalb sage ich mal, einen schönen Startapplaus für den Vortrag von Thorsten. Okay, hallo zusammen. Hört man das Mikro gut? Puste ich irgendwie rein? Alles, keiner beschwert sich, sonst müsst ihr euch beschweren. Ich kriege das hier unten nicht so mit. Ja, Nils hat ja schon ein bisschen zu mir gesagt. Wer bin ich? Genau, ich schreibe für den Heise Verlag, eben für die CT. Da schreibe ich halt das Kernel-Log, was man hier so auf der rechten Seite sehen kann. Wer das noch nie gesehen hat, da geht es halt genau wie in diesem Vortrag um aktuelle Entwicklung beim Linux-Kernel. Das Ganze erscheint ähnlich auch online auf Heise online, also heise.de. Das ist mittlerweile auf den CT-Webseiten. Das ist auch immer wieder an diesem Logo hier zu erkennen. Nils sagte schon, ich habe früher relativ viel bei Fedora gemacht. Dieser Tage schaffe ich da nicht mehr ganz so viel. Was ich da jetzt noch mache, ist ein Repository zu pflegen, wo man aktuelle Kernel-Versionen ohne weitere Patches runterladen kann, um eben zum Beispiel beim Testen des Linux-Kernels zu helfen. Was ich nicht bin, ist ein Kernel-Entwickler. Ich bin einfach durch diese Beobachtung der Kernel-Entwickler und das drüber schreiben bei Heise, was ich mittlerweile seit über 10 Jahren mache, fürchte ich. Das geht ein bisschen auf die geistige Gesundheit manchmal. Habe ich aber halt einen guten Überblick über das große Ganze. Und das ist genau das, was folgt. Nämlich ein großer Überblick, was sich so tut. Da wird sicherlich immer mal was dabei sein, was den einen oder anderen nicht interessiert. Aber eben dafür dann auch mal wieder Sachen, die dann genau passen. Weil der Linux-Kernel ist halt groß, der kommt halt auf Android-Geräten, der kommt halt auf Desktops und einen Server. Und manche Features sind halt nur für einzelne Teile, einzelne Rechnerklassen sozusagen interessant. Bisschen lauter, so besser? Noch ein bisschen höher, nicht dagegen? Ja? Okay, super, gut. Wie gesagt, das müsst ihr mir sagen, ihr merkt das besser, wenn das Mikro nicht gut ist als ich. So, 5 Abschnitte im Vortrag, es gibt einen kurzen Überblick, wo wir gerade sind und was sich so gerade tut. Dann einmal so die jüngsten Entwicklungen, eben die aktuelle Version und die nächste Kernel-Version, was da so wesentlich Neues ist. Dann hole ich ein bisschen weiter aus und gucke so ein bisschen 1 bis 1,5 Jahre zurück, was sich über die Zeit an größeren Features so ergeben hat. Manchmal passiert das nämlich relativ schleichend. Dann geht es genau in die andere Richtung, nämlich so ein bisschen nach vorne. Da ist natürlich immer ein bisschen Spekulation dabei, ob das dann alles wirklich so kommt, wie es sein soll. Und zum Abschluss gibt es dann noch so einen kleinen Metablick, dass man einfach mal von außen auf die Kernel-Entwicklung guckt, was sich da so tut. Eins noch, bevor es dann auch gleich wirklich losgeht. Ich würde mein Gelaber so ein bisschen an euch anpassen. Daher so ein bisschen die Frage, wen habe ich denn hier vor mir? Haben wir hier Business Casper Anzugträger? Wer das Video nicht kennt von Bulli Herwig, ist ganz lustig, einfach mal bei YouTube suchen. Aber jetzt mal ernsthaft, Sysadmins? So, das sind ungefähr 50%, würde ich sagen. Entwickler, irgendwie Softwareentwickler? Oh, das sind auch so 50%. Wer ist einfacher Anwender? Ah, das sind eher weniger. Kernel-Hacker? Bei dir weiß ich's. Themenbereich? So, wenn ich irgendwie in deinem Bereich irgendwas erzähle und irgendwie Unfug erzähle, fall mir einfach ins Wort. Dann kommt Nils mit dem Mikro und du kannst das gerade ziehen. Falls da irgendwas sein sollte, wo ich genau in deinem Spezialbereich unterwegs bin. Deswegen, das war so ein bisschen eine Fangfrage. So, jetzt geht's dann aber auch wirklich los. Und ja, das geht's mit den Slides in dem Tempo weiter. Ich halte halt nicht so viel von Slides, wo richtig so viel draufsteht, sondern einfach nur so, wo Eckdaten draufstehen,
worum es gerade geht. Und weil das so schnell weitergeht, schreibt euch im Zweifel Fragen auf. Nicht, dass ihr die am Ende dann einfach vergesst, weil so viel Kram drankommt. So, zum Kurzüberblick. Grob gesagt kann man sagen, im Moment geht alles seinen gewohnten Gang. Aktuelle Kernel-Version ist die Linux-Kernel 4.7. Derzeit wird deswegen am nächsten Kernel, das ist der Kernel 4.8, entwickelt. Der kommt dann so ungefähr in einem Monat. Dieses Datum, was da gerade auf den Slide stand, das ist schon relativ gut absehbar, weil bei der Kernel-Entwicklung geht es einem relativ festen Takt vorwärts. Meist sind es derzeit 9 Wochen, die eine Entwicklung dauert. Das sind mit ungefähr 1 bis 2 Wochen weniger als früher. Und darauf kann man fast wetten, dass es 9 Wochen sind. Manchmal ist es eine Woche weniger. Das hatten wir letztens einmal, da waren es nur 8 Wochen. Und wenn Linus Torvalds mal auf Reisen ist oder ein größeres Problem auftaucht, dann kann es auch mal sein, dass es mal schnell mal 1 Woche oder 2 mehr sind. Aber so im Groben geht es tatsächlich in diesem 9-Wochen-Takt vorwärts. Jede dieser Versionen bringt ungefähr 13.000 Commits, also 13.000 Änderungen, die ungefähr 700.000 neue oder geänderte Zeilen Code enthalten. In diesen 700.000 stecken aber auch Zeilen, die einfach hin und her geschoben wurden oder umformatiert sind, aber ein Großteil davon ist dann wirklich neu. Durch dieses beständige Wachstum besteht der Linux-Kernel aus mittlerweile rund 22 Millionen Codezeilen. Da gehen aber auch Dokumentationen, Kommentare, Leerzeilen ein. Und damit auch ich in meinen Slides meine Grafik habe, habe ich einfach mal geguckt, wie das Wachstum so war. Ganz links auf dieser Skala ist der Kernel 2.6.13. Der ist jetzt ungefähr vor elf Jahren gewesen. Damals waren das noch so ungefähr 7 Millionen Codezeilen. Und man sieht einfach, wie das wächst und wächst. Und ungefähr bei 4.1 haben wir dann halt auch die 20 Millionen Codezeilen, hat der Kernel die 20 Millionen Codezeilengrenze durchbrochen. Und mal gucken, wenn das so weitergeht, geht es dann in zwei Jahren, sind dann die 25 Millionen dran. Das Tempo ist also ungebrochen. Und um nochmal eine Illustration zum Tempo zu gehen, zwischen Linux 4.7 und 4.8.1 RC1, das ist die erste Vorabversion, das ist ein Zeitabschnitt von 14 Tagen, da gab es fast 12.500 Commits, also 12.500 Änderungen, mit die laut DiffStat so 650.000 Zeilen eingefügt haben und ein bisschen über 300.000 entfernt haben. Das heißt, netto sind ungefähr 350.000 dazugekommen. Und wie gesagt, das ist in 14 Tagen passiert, um nochmal einen Eindruck zu geben, das ist dann tatsächlich eine Änderung alle 97 Sekunden, die in diesen 14 Tagen passiert, wenn man das einfach sozusagen auf so runterbrechen möchte auf irgendwas. Tatsächlich ist es so, diese Änderungen sind natürlich nicht alle so schnell entwickelt worden, sondern vorher entwickelt worden, getestet worden, begutachtet worden, gesammelt worden und die gehen dann in dieser Hauptentwicklungsphase eines neuen Kernels. Alle werden die einfach von Linus Torvalds angenommen und dann folgt sozusagen eine Stabilisierungsphase, wo dann das Ganze nochmal getestet wird. Falls ich mich heute häufig räusper, das liegt ein bisschen dran, weil mich natürlich just gestern eine Sommergrippe erwischt hat, aber ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. So, bei der Weiterentwicklung gibt es keine größeren Probleme so im Moment. Falls irgendwen interessiert, wer eigentlich an der Kernel-Entwicklung so beteiligt ist, da gibt es von LWN.net eigentlich zu jeder neuen Kernel-Version so eine kleine statistische Auswirkung. Hier steht auch die URL dabei, da kann man dann auch zum Beispiel sehen, welche Firmen sich in der Kernel-Entwicklung beteiligen. Früher war da Red Hat immer ganz oben. Mittlerweile ist es so, dass Intel eigentlich immer ganz oben steht, sowohl in der linken Spalte, wo es nach der Zahl der Änderungen geht, als auch in der rechten Spalte, wo es nach der Zahl der geänderten Zeilen geht. AMD ist da mittlerweile auch relativ hoch gerutscht. Das liegt vor allen Dingen an den Grafiktreibern, die im Kernel stecken, die aber auch teilweise dann einfach maschinell erzeugte Include-Dateien haben, die manchmal ganz mal schnell mal 500.000 Zeilen Code ausmachen oder solchen Spaß. Und dadurch kommen die da auch relativ hoch. Red Hat folgt dann und dann viele andere bekannte Firmen. Tatsächlich ist es so, Nvidia wird ja häufig dafür kritisiert, dass sie nicht richtig Open Source zugewandt wird sein. Aber tatsächlich ist es so, die stehen in diesen Listen, also zumindest in der rechten Spalte, sogar noch vor SUSE. Das liegt nicht unbedingt an den Grafiktreibern, das liegt an dem Engagement, was Nvidia für ihre ARM-Prozessoren, also die Tegra-Reihe hat. Und da gehören die auch schon halt wirklich zu den Top 10 sozusagen.
Canonical hingegen, zum Beispiel mit Ubuntu, die machen nicht so viel mit dem Kernel, die tauchen da gar nicht auf. Was ein bisschen auffällig ist im Moment, die neuen Kernel-Versionen bringen deutlich mehr Sicherheitsverbesserungen als früher. Das liegt dran, weil sich so ein kleines Projekt gegründet hat, die aktiv darauf hinarbeiten, den Kernel sicherer zu machen. Da kommen wir im Verlauf des Vortrags auch nochmal ein bisschen drauf zurück, um einzelne von diesen Features zu erwähnen. Und was halt schon immer so war, jede neue Version bringt Support für hunderte neue Geräte oder weitere Geräte, die vorher nicht unterstützt werden. Das ist einfach auch tatsächlich so, bei den schnellen Modellzyklen von Hardware ist das einfach nötig, damit neue Hardware unterstützt wird. Gerade bei den Notebooks, ich habe hier gerne immer mal so Geräte aus der ThinkPad-Reihe mit Intel-Chips, da kommt ungefähr alle 12 bis 18 Monate ein neues Gerät und dann müssen Dutzende von Treibern tatsächlich für diese neue Modellreihe angepasst werden, weil eben der Grafikchip ein anderer ist, der Monitoring-Chip ein anderer ist, also der Hardware-Monitoring-Chip, der Prozessor ist ein anderer und. Und da sind dann, wie ich, tatsächlich immer Dutzende von Treibern nötig, die dann angefasst werden müssen. So, das war Teil 1, das war der grobe Meta-Überblick und jetzt geht es dann auch gleich weiter in den Teil 2 mit den jüngsten Entwicklungen, aber vorher muss ich mal meine Stimme ölen. Sonst nimmt das mit den Räuspern nur noch zu. Entschuldigung. So, die jüngsten Entwicklungen. Da geht es jetzt erstmal um den Linux-Kernel 4.7, der, wie gesagt, die aktuelle Version ist. Eine der größten Neuerungen da war der Support für die Polaris-GPUs. Das sind die Grafikchips, die auf der Radeon RX 460, 470 und 480 stecken. Das ist eine neue Generation von Radeon-Grafikkarten, die im Juli eingeführt worden ist, beziehungsweise im Juli im Wesentlichen. Und der Treiber dafür steckt halt in Linux 4.7. Ein passender 3D-Treiber, der auf dem Kernel-Treiber aufbaut, ist in Mesa 12.0. Und diese beiden Versionen gab es schon so ungefähr, also entweder waren sie fertig oder fast fertig zu dem Zeitpunkt, als diesen AMD diese neuen Grafikkarten eingeführt hat. Und das mal was Besonderes, weil früher war das eigentlich so, dass AMD das Open-Source-Treiber teilweise Monate kam, nachdem eine neue Grafikchip-Generation eingeführt worden ist. Und das zeigt einfach, AMD hat da aufgeholt und gibt sich viel Mühe, damit neue Grafikchips direkt zur Einführung auch von Open-Source-Treibern unterstützt werden. Ganz perfekt ist die Lage aber noch nicht. HDMI-Audio funktioniert noch nicht. Da gibt es Streitereien um eine Erweiterung, die AMD geschrieben hat und die nicht in den Kernel einfließt. Das ist das DAL. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil wenn ich zu sehr in die Details gehe, kann ich hier 3 Stunden labern. Was auch in 4.7 ist, ist eine Funktion, die nennt sich Support, das ist Support für UEFI Captures. Damit kann man Firmware-Updates durchführen. Das ist dann praktisch so, man lädt eine neue Firmware irgendwo runter, legt ihr eine bestimmte Stelle hin, also sozusagen hinterlegt sie bei der Hardware. Wenn man neu startet, ist es dann so, dass die Firmware das Ganze selber einspielt. Das heißt, man muss das Update nur noch abwarten, startet die Firmware einfach praktisch nochmal neu und dann wird die neue Firmware ausgeführt. Das heißt, das ist viel einfacher als irgendwie Firmware auf USB-Sticks machen und ins BIOS-Setup gehen und von da laden oder so. Das ist alles kompliziert. Das verspricht das zu automatisieren und tatsächlich ist es so, dadurch werden dann Software-Update-Programme wie GNOME Software oder vielleicht auch DNF, apt-get und wie sie alle heißen, Ubuntu Software, in der Lage sein, Firmware-Updates aus dem Netz zu laden und die Firmware aktualisieren zu können. Das ist vor allen Dingen aus Security-Gründen wichtig, weil halt auch in Firmware immer mehr Sicherheitslücken sind, die einfach korrigiert werden müssen, die manchmal auch eine größere Anzahl von Systemen betreffen, als das früher mit dem BIOS noch der Fall war. Das ist so einer der Nachteile von UEFI. Wie gesagt, ich will nicht zu sehr in die Details gehen. Wer noch mehr wissen will zu Linux 4.7, da gab es eine Funktion, um Dateiauflistungen zu beschleunigen. Das sind diese Parallel Directory Lookups. Im TCP-Code des Netzwerkstacks wurde ein bisschen rumgedoktert. Wenn jetzt sehr große Übertragungen passieren,
werden da Latenzen vermieden. Das heißt, es kommen nicht so zurückladen. Was weiß ich, dass wenn gerade viel übers Netzwerk reinkommt, dass die Datenbank kurzzeitig nicht zum Zuge kommt und dann irgendwie das sich überall durchzieht durchs ganze System und dass man einfach Latenzen merkt. Auch bei 4.7 war ein ganzer Schwung von Sicherheitsverbesserungen, da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Und bei 4.7 habe ich tatsächlich mal nachgeguckt. Es gibt so eine Datenbank, die guckt sich die Kernel Quellen näher an und guckt da, wie viel verschiedene Hardware unterstützt wird. Und laut deren Datenbank, die nicht allumfassend ist, aber die wesentlichsten Sachen abdeckt, war Support für 500 weitere Hardware-Komponenten dabei. Das ist jetzt nicht alles immer irgendwie ein WLAN-Chip oder ein Netzwerk-Chip, sondern teilweise sind es dann auch einfach eine neue Variante eines Embedded-Boards oder solche Späße. Aber tatsächlich so ist es wirklich so, 500 ist wahrscheinlich so ungefähr auch die Hausnummer, was da bei jeder neuen Kernel-Version an Hardware-Support dazukommt. Wer mehr Details wissen will, sollte sich vielleicht einfach mal schnell ein Foto von dieser Slide machen. Da stehen die URLs drauf, wo es mehr Details gibt. Also bei heise.de, das Kernel-Log, was wir online haben. Da habe ich halt meinen Kram zusammengeschrieben. Ich bin aber nicht der Einzige, der das macht. Die Kernel-Newbies haben immer eine Seite, wo alles Wesentliche aufgelistet wird. Die sind sogar noch detaillierter als ich. Und LWN.net hat auch immer ein paar Artikel dazu, wobei die das nicht ganz so allgemein verständlich erklären, sondern eher sich an Kernel-Entwickler richten. 4.7 ist unter anderem übrigens im Einsatz bei Arch Linux, OpenSUSE Tumbleweed und in Kürze wird es auch als Update für Fedora 23 und 24 kommen. Und wie ich vorher schon sagte, direkt nach der 4.7-Freigabe begann dann auch schon die Hauptentwicklungsphase von 4.8. Die ist halt zwei Wochen lang. Dadurch ist die Hauptentwicklungsphase mittlerweile beendet von 4.8 und alle wesentlichen Neuerungen von 4.8 sind auch schon absehbar. Und wie gesagt, ist in einem guten Monat fertig. Wird dann sicherlich wieder als Update für Arch Linux als erstes kommen, typischerweise mit Tumbleweed kommt ungefähr zur selben Zeit. Und Fedora wird dann typischerweise 3-4 Wochen nach dem Release dann auch Linux 4.8 als Update ausliefern. Und dadurch, dass diese Distributionen das ausliefern, kriegt man halt auch bei denen immer den Support für die neue Hardware nachgereicht. Während man bei anderen Distributionen, wie zum Beispiel bei Ubuntu, immer auf das nächste Release warten muss, um eben für diese 500 verschiedene Hardware-Komponenten die Treiber, die da aufgetaucht sind, dann wie ich auch zu bekommen. Es sei denn, man tauscht natürlich den Kernel selber aus. Aber da ist es halt so, der Linux 4.8 wird wahrscheinlich der Kernel werden, den Ubuntu 16.10 aufgreifen wird. Das ist die Version, die im Oktober wahrscheinlich kommt. So, zu den Features von Linux 4.8. Das steckt drin. Hier habe ich drei Features aufgezählt, die so ein bisschen die Eckdaten sind. Das Problem an diesen vier, da komme ich noch später noch näher zu, ist, dass sie Grundlagen für coole neue Funktionen legen und deswegen auch später beschrieben werden, aber noch nicht so richtig fertig sind. Und deswegen lasse ich die jetzt hier an dieser Stelle erstmal aus und nenne noch mal so ein paar Eckdaten von 4.8. Was es halt auch noch gab, waren WLAN-Optimierungen. Das ist einfach was wovon man sofort profitiert. Also es ist tatsächlich so, die Entwickler haben da was gefunden im WLAN-Stack, dass gelegentlich einfach die Funkübertragungen kurz unterbrochen wurden, weil da mit dem Paketscheduling was im Argen war. Und da sind die rangegangen und haben einen anderen Paketscheduler genutzt. Und dadurch vermeiden sie jetzt diese Aussetzer, diese Latenzen, die auch relativ viele Leute oder vor allen Dingen Entwickler auch immer mal bemerkt haben. Und das vermeidet halt nicht nur diese kurzen Wartezeiten, sondern kann auch den Durchsatz steigern. Was noch drin steckt in 4.8, das ist Support für den Raspberry Pi 3. Das ist für einen einfachen Bastler, der den Raspberry Pi nutzt, nicht so wichtig, weil der kriegt seinen Kernel typischerweise mit der Distribution. Aber wenn man irgendwie auf dem Raspberry Pi mit einer Kernel-Entwicklung teilnehmen will und den neuesten Kernel einsetzen will, dann geht das jetzt leichter, weil alle wesentlichen Treiber zum Betrieb auf einem Raspberry Pi jetzt direkt im Kernel enthalten sind. Was auch noch dabei sind, ist eine Funktion, um Container, also für andere Architekturen zu emulieren. Das Ganze ist dann praktisch so, dass man auch in einem ARM64-Kernel
also einen 64-Bit ARM-Container auf einem x86-64-System bauen und testen kann. Das ist halt in der Zeit, wo zum Beispiel irgendwo in größeren Serverinstallationen vielleicht Container für ARM64 eingesetzt werden, interessant, um die eben zu bauen und zu testen. Aber es ist auch nur so ein Detailfeature. Was auch noch dabei waren, waren neue Grafiktreiber für Hardware von ARM, Intel und Nvidia. Und an der Kernel-Dokumentation wurde noch wieder was verbessert. Schwung von Sicherheitsbesserungen gab es. Und für die Admins hier, es gibt eine Funktion, um auf Speicherinhalte andere Rechner per RDMA jetzt auch über normales Ethernet zuzugreifen. Das bislang brauchte man dafür typischerweise oder hat man dafür typischerweise InfiniBand benutzt. Jetzt geht es halt sozusagen mit normaler Ethernet-Verkabelung. Das ist aber auch noch ganz neu. Mal gucken, ob das alles so geht und funktioniert, wie sich das gedacht wird. Mehr Details, das Kernel-Log zu 4.8 auf heise.de, das ist im Entstehen, das wächst noch. Die Kernel-Newbies-Seite gibt es noch nicht, aber die LWN-Net-Seite, die hat schon so ein paar Details oder alle wesentlichen Sachen aufgelistet kurz. So, das war Teil 2. Irgendwer Fragen, wo wir in dem Bereich waren? Dann kann ich nämlich in der Zeit, wo die Frage gestellt wird, auch nochmal einen Schluck trinken. Kommen wir noch zu. Das war jetzt ja nur 4.7 und 4.8. KD-Bus, kommen wir noch zu. Ah. Noch? Noch? Test, Test. Ah, so? Noch? Aber dann puste ich dagegen. Ja, ja. Das Ding ist aber gar nicht. Hab ich einen Eierkopf oder wieso geht das nicht? So. So besser? Test, hinterste Reihe? Ist okay? Gut. Sonst einfach schreien. So. Nächster Teil, das ist der dritte Teil. Wichtige Veränderung. Was sich so halt in den letzten anderthalb Jahren so alles ergeben hat. Und eins, was da so ein bisschen schleichend gekommen ist, die quelloffenen Grafiktreiber sind besser und besser geworden. Das ist tatsächlich nicht von heute auf morgen gekommen, sondern wirklich so nach und nach. Und mit den quelloffenen Treibern meine ich halt unter anderem die im Kernel, weil die Hauptfunktion, also eine die Teilfunktion der Grafiktreiber von Linux ist heutzutage im Kernel, weil der Kernel sozusagen die Koordination mit der Grafikhardware übernimmt und auf diesem Kernel-Treiber bauen dann andere Treiber auf. Das Ganze ist ein eigenes Vortragsthema, auch was sich da so getan hat. Deswegen gibt es jetzt hier nur noch die super Kurzform. Aber zur Einordnung nochmal, hier so ein kleines Schaubild aus einem älteren CT-Artikel, den ich mal geschrieben habe. Da sieht man halt ganz unten die Grafikhardware und da direkt auf die wird halt sozusagen über den Linux-Kernel zugegriffen. Und hier ist das in diesem Schaubild ist es praktisch der Kernel der DRM-Treiber i915. Und dann über so eine Mittelschicht greifen dann die Treiber für den X-Server oder der 3D-Treiber oder auch Treiber zur Videobeschleunigung eben über den Kernel drauf zu. Und da sozusagen gerade die 3D-Sache ist, was viele Leute interessiert, geht es jetzt vorwiegend in den nächsten Slides darum, was sich bei den Kernel- und Mesa-Treibern getan hat und was da die Auswirkungen sind. Da ist es zum Beispiel eben so, bei den Intel-Treibern hat sich relativ viel getan. Kernel war der Support schon immer recht gut, aber bei Mesa ist es so, dass das jetzt auch endlich OpenGL 4.3 unterstützt. Vorher war das nur 3.3. Gut, das sind jetzt irgendwie Zahlen, aber was bedeutet das am Ende? Das hat sehr praktische Auswirkungen, dass einfach viele Spiele OpenGL 4.0, 4.1, teilweise auch 4.3 voraussetzen und das sozusagen erst dann laufen. Das ist jetzt gerade bei den anspruchsvolleren Spielen, die es typischerweise früher nur für Windows gab, aber die es mittlerweile auch ja häufiger mal für Linux gibt, so dass man dafür halt OpenGL 4X braucht und die lassen sich jetzt auch mit Intel-Grafikchips spielen, sofern dann die Hardwareleistung dafür ausreicht, weil so einen richtigen 3D-Action-Shooter, dafür reicht die Intel-Grafik einfach hardware-seitig nicht aus. Tatsächlich ist es so, dass da noch mehr kommt. Die nächste Mesa-Version, die in Entwicklung ist, bringt sogar mindestens 4.4, vielleicht sogar OpenGL 4.5, was die aktuelle OpenGL-Version ist. Und das heißt, dadurch laufen dann noch mal mehr Spiele. Mal gucken, wie das alles weitergeht. Die Intel-Treiber-Familie hat halt einen relativ guten Ruf. Ich selbst kaufe mir auch typischerweise Notebooks mit Intel-Grafik. Tatsächlich hat es in letzter Zeit oder eigentlich auch in den letzten Jahren immer mal wieder kleinere und größere Probleme gegeben.
Gerade mit der neuesten Intel-Plattform Skylake kam der Support relativ spät und war dann am Anfang auch noch wackelig. Dass Anwender immer mal wieder von Problemen berichtet haben. Dann gab es dann zum Beispiel noch ein Aldi-Notebook, vielleicht hat es der eine oder andere auf heise.de gesehen. Da hatten die Intel-Entwickler tatsächlich einfach einen kleinen Patch vergessen, in einen Grafiktreiber einzubauen. Und dadurch ging auf diesem Notebook die Grafik relativ schlecht. Und da habe ich dann mal auf heise.de drüber geschrieben. Letztendlich ist es dann so, die Intel-Treiber sind ganz gut, aber nicht so gut wie ihr Ruf. Das ist so ein bisschen das Kurzfazit eines, wie gesagt, eines Themas, wozu man eigentlich einen eigenen Vortrag halten könnte. So, das war Intel. Jetzt geht's weiter zu AMD. Da heißen die Grafikkarten oder die Mainstream-Grafikkarten halt Radeon. Da ist es so, die quelloffenen Treiber haben richtig, richtig aufgeholt in den letzten 2 Jahren. Die beherrschen mittlerweile Videobeschleunigung, Power-Management, Displayport, Multistream-Transport, das heißt, wenn man große 4K-Displays anschließen will, auch da der HDPI-Support, HDMI-Audio und Displayport-Audio, alles so kleine Features, die tatsächlich bis vor 2 Jahren immer mal häufiger mal problematisch waren. Das heißt, da haben die AMD-Entwickler, die selbst die Open-Source-Treiber schreiben, sich richtig ins Zeug gelegt und ordentlich aufgeholt. Außerdem hat die 3D-Performance ordentlich zugelegt. Das muss man auch einfach mal so sagen, das war früher ein Problem. Da waren die proprietären AMD-Treiber, um die es hier nicht so geht, einfach immer deutlich schneller. Aber mittlerweile ist es so, dass in Einzelfällen der Open-Source-Treiber sogar mal schneller ist als als AMDs proprietären Treibern. Tatsächlich, die Betonung liegt auf Einzelfälle. Tendenziell ist ja immer noch ein bisschen langsamer. Wie viel hängt dann immer wieder vom Spiel ab? Ja, ich habe mal so ein paar Messungen gemacht, da waren es eher so um die 20-30%, aber es kann natürlich auch Spiele geben, da ist es noch größer, aber eben halt auch Situationen, da laufen einzelne Spiele einfach mit den Open-Source-Treibern schon besser. Auch hier nochmal den OpenGL-Support, da ist es so, dass das Mesa 12, was auch vor ein paar Wochen erschienen ist, auch den OpenGL 4.3-Support gebracht hat, eben was für viele Spiele jetzt reicht. Die Quintessenz da ist so ein bisschen die Quelle auf den Treiber, beherrschen dann nahezu jetzt alles Wesentliche und Wichtige. Dadurch sind sie einfach für viele Anwender mehr als gut genug. Und tatsächlich ist es so, dadurch sind sie auch besser als ihr Ruf. Früher hieß es auch bei AMD, ach, wenn man die vernünftig betreiben will, installiert die proprietären Grafiktreiber. Tatsächlich ist es so, mit denen fängt man sich teilweise sogar noch größere Nachteile an. Das heißt, wenn ich das letzte Quäntchen 3D-Performance brauche, dem würde ich eher dazu neigen, erstmal mit den Open-Source-Treibern, die die Distribution standardmäßig installieren, auszuprobieren und gucken, ob alles geht. Und wenn es dann Gründe gibt, vielleicht nochmal gucken, ob die proprietären Treiber nicht besser sind. So, das war AMD. Jetzt geht es zu Nvidia, das geht auch noch ein bisschen schneller. Da gibt es auch einen quelloffenen Treiber, der einen relativ schlechten Ruf hat, weil er langsam ist und auch vieles nicht beherrscht. Und daran hat sich tatsächlich auch nicht so viel geändert. Die Entwickler basteln zwar immer mal wieder dran, Support für neue Grafikkarten nachzurüsten. Das reicht manchmal, dadurch sind sie dann auch häufig gut genug für den Desktop-Betrieb, auch für einen beschleunigten Desktop mit 3D, so wie heutzutage ja bei den meisten Linux-Desktops der Fall ist. Aber es gibt häufig doch mal Probleme und für viel anderes reicht es nicht und gerade zum Spielen auch nicht. Was sich bei Nvidia allerdings getan hat, Nvidia arbeitet ein klein wenig an diesen Treibern mittlerweile mit. Das machen sie aber primär auch für ihre ARM-Kerne, weil da stecken verwandte Grafikchips drin. Deswegen hat sich die Situation auf Desktop-Chips nicht so wesentlich verbessert, wobei die Entwickler ein bisschen mehr Informationen kriegen als früher. Eine andere Sache, die sich in den letzten 1,5 Jahren ergeben hat, Nvidia hat eine Sicherheitstechnik in seine Grafikchips eingebaut. Dadurch lassen sich bestimmte Beschleunigungsfunktionen nur noch nutzen, wenn man eine von Nvidia signierte Firmware hat. Das hat natürlich die Open-Source-Entwickler vor Probleme gestellt, weil die haben bisher oder früher für die älteren Grafikchip-Generationen einfach selber eine Firmware geschrieben. Das geht jetzt halt nicht mehr, weil sie mit einer selbstgeschriebenen Firmware einfach an die wesentlichen Funktionen, also unter anderem an die 3D-Beschleunigung, nicht mehr rankommen. Das hat ungefähr 1 bis 1,5 Jahren gedauert. Dann hat Nvidia es endlich geschafft, so eine Firmware so zu vertreiben, dass die Linux-Distribution die jetzt aufnehmen kann, die aufnehmen können. Und dann sind auch noch Patches erschienen, um eben dieses Firmware auch nutzen zu können und diese Grafikchips. Und deswegen gehen jetzt die 900er GeForce, das ist die vorletzte
Grafikchip-Reihe, die bis vor ein paar Wochen aktuell war, gehen jetzt mit neueren Kernen, neueren Versionen einfach so und sind dadurch dann auch wieder auf dem Level, dass sie gut genug für Desktop sind. Für alles andere ist es dann halt nach wie vor zu schlecht. Der Support ist halt für das Ganze ist in Linux 4.6 eingezogen. Das heißt, mit Ubuntu 16.10 zum Beispiel werden diese Grafikkarten von Haus aus besser unterstützt. Bei 16.04 war das manchmal ein bisschen noch hakelig. Dasselbe Problem gibt es dann auch bei der neuesten Grafikchip-Generation. Das ist die 1000er-Reihe. Die ist auch so im Ende Mai eingeführt worden und dann über im Juni und Juli noch ausgebaut worden, neue Modelle. Da ist jetzt ein Treiber in Linux 4.8 eingezogen, mit der diese Karten unterstützen soll. Aber da hat Nvidia tatsächlich noch keine passende Firmware für verteilt. Das heißt, da muss man irgendwie die Firmware aus dem proprietären Treiber rausbasteln. Das ist als normaler Mensch einfach zu kompliziert. Und dadurch werden diese Grafikkarten im Moment noch schlecht unterstützt. Das wird sich hoffentlich irgendwann ändern, weil Nvidia will diese Firmware freigeben. Aber wann das passiert, muss ich noch zeigen. Den proprietären Treiber, falls das irgendwen interessiert, der hat ja einen relativ guten Ruf und der tut auch noch nach wie vor ganz ordentlich, aber hat halt natürlich auch seine Schwächen, aber das ist ein eigenes Thema. So, das war der Kram zu Grafiktreibern. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Ich überlege immer mal, ob ich da einen eigenen Vortrag zu machen soll. Sagt es mir im Zweifel mal, wenn euch das interessiert. Was ist sonst noch so Wichtiges passiert? Oder halt auch nicht? Bei ButterFS ist nicht so viel passiert in letzter Zeit. Das liegt einfach ein bisschen dran, die Entwickler stabilisieren das Dateisystem, das zu seiner Einführung damals 2008 so ein bisschen als Next Generation File System für Linux beschrieben wurde, sozusagen nach dem Motto, das ist das universelle Dateisystem, was man typischerweise auf Servern oder Desktops nutzen würde. Aber wie gesagt, das war 2008, jetzt sind wir 8 Jahre weiter und das ist tatsächlich noch nicht passiert, weil ButterFS relativ lange braucht, um fertig zu werden. Wie ich sagte, die Entwickler arbeiten daran, das Dateisystem zu stabilisieren. Daher die Frage, ist es jetzt also endlich stabil? Ich sage mal, die Frage ähnelt so ein bisschen einer Frage, kann man hier ins Wasser gehen? Das hängt halt immer von den eigenen Schwimmfähigkeiten ab und von den lokalen Bedingungen. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt und dieses Bild gefunden. Da habe ich so gedacht, das passt so ungefähr. Das ist so eine Stelle, da würde man jetzt seine Oma und seinen 4-jährigen Sohnemann oder so nicht gerade unbedingt schwimmen schicken, weil das ist doch schon ein bisschen stürmisch da und das sind Felsen. Wenn man da mal nicht aufpasst, wird man da vielleicht mal irgendwo gegengedonnert. Aber wenn man einigermaßen gut schwimmen kann, kann man da durchaus schwimmen, wenn man da sich von den Steinen festhält. Und so ist es halt auch ein bisschen mit ButterFS. Wenn man sich ein bisschen einarbeitet in das Ganze, geht's. Aber wie gesagt, die lokalen Bedingungen sind natürlich auch immer entscheidend. Weil ob da hinten vielleicht irgendwo eine Strömung ist, die einen total rauszieht, das weiß man nicht. Also wenn man just irgendwie Hardware und mit ButterFS kombiniert, wo es irgendwie schlecht wird oder schlechte Performance entsteht oder sogar Datenfehler entstehen, dann das kann da durchaus nochmal bei ButterFS lauern. Und tatsächlich lauern auch noch ein paar andere Problemchens. Teile von ButterFS sind bekanntermaßen unfertig und instabil. Darunter etwa der RAID 5 und 6 Code. Daher muss man sich schlicht und ergreifend wirklich mit dem Dateisystem beschäftigen, wenn man es einsetzen will. Das heißt, für alle anderen ist einfach X4 im Moment noch eine gute Standardwahl oder auf dem Server vielleicht auch XFS. Aber wenn man irgendwelche Funktionen braucht, die von ButterFS geboten werden, die für einen selber interessant sind, kann es sich lohnen, sich das anzugucken, denn es ist durchaus stabil genug für Facebook, die benutzen es hausintern, die haben auch die zwei wichtige ButterFS-Entwickler mittlerweile angestellt. SUSE richtet es bei SLES oder OpenSUSE, nutzt es standardmäßig, um die Snapshot-Funktion haben zu wollen und ich selbst betreibe es, weil auf meinem Notebook und meinem Arbeitsplatz-PC auch. Aber primär, weil ich mich damals einfach sozusagen Feldtests machen wollte, als ich mal einen Artikel drüber geschrieben habe. Ich nutze eigentlich die Vorteile von ButterFS gar nicht so richtig. Das heißt, wenn ich jetzt was Neues machen würde, würde ich vielleicht auch wieder einfach X4 weiter benutzen. Wie gesagt, Einarbeitung erforderlich. Und die kann sich halt lohnen, wenn man von den Features von ButterFS profitiert. Was ist noch so passiert? ZFS ist passiert. Das ist ein Dateisystem, das ist ursprünglich für Solaris entwickelt worden. Und da gibt es schon länger Linux-Portierungen.
die aber nicht im offiziellen Kernel passieren, sondern weil ZFS unter einer anderen Lizenz steht. Trotzdem ist Ubuntu angefangen, das bei 16.04 ein Kernel-Modul in seinen eigenen Kernel zu integrieren, eben um ZFS von Haus aus zu unterstützen. Und dieses Kernel-Modul ist tatsächlich direkt Bestandteil des Kernel-Pakets von Ubuntu. Und da gab es ein bisschen Streitereien und Diskussionen in den Medien und auch zwischen Juristen, ob das womöglich Lizenzen von Linux-Kernel und OpenZFS verletzt. Das ist alles ein bisschen komplizierter und auch wieder ein Thema für einen eigenen Vortrag. Meine Quintessenz ist so ein bisschen, es ist ein Graubereich und das allein ist vielleicht schon ein Grund, es eher zu meiden. Weil wer weiß, wenn dieser Graubereich dann doch irgendwann mal irgendwas eskaliert, weil irgendein Kernel-Entwickler jetzt dagegen klagt oder Ubuntu sagt, sie hat sich doch nicht so als alltagstauglich herausgestellt, dann muss man halt wieder davon weg, weil die das einstellen oder so. Und das macht dann halt Arbeit. So. Ja, ich wollte das... Die Frage war, ob technische Probleme bekannt sind bei ZFS, so wie bei Butterfest mit RAID 5, 6. Mir sind keine bekannt, ich muss aber gestehen, ich habe mich mit ZFS auch nicht so genau beschäftigt. Aber was ich weiß, wenn ich immer mal Kernel-Entwickler angesprochen habe, die sich eher mit Storage und Dateisystemen beschäftigen, die haben immer gesagt, was hier so steht, ist es so ein bisschen, ZFS ist so ein bisschen dran geklatscht an den Linux-Kernel. Und das kann schon mal hier und da in bestimmten Situationen zu Problemen führen. Und tatsächlich, selbst wenn sich diese Lizenzproblematik irgendwann mal lösen würde, heißt das nicht, dass es irgendwie ZFS dann plötzlich das Dateisystem der Wahl ist und Butterfest gar nicht mehr fertig entwickelt werden muss, weil ZFS lässt sich nicht so einfach, ist halt für einen anderen Kernel entwickelt worden, deswegen lässt es sich dann auch nicht so einfach in den Kernel integrieren. Es müsste sich zeigen, ob das, wie gut das funktioniert, wenn so eine Lizenzänderung dann mal passiert. Entschuldigung. So, um mit dem ZFS-Sache auch zu Ende zu kommen, möglicherweise gibt es aber durchaus Einsatzgebiete, da ist ZFS vielleicht doch eine ganz gute Lösung. Ich weiß zum Beispiel, bei Heise wird es an einigen Stellen auch eingesetzt. Ich habe da ein bisschen mit den Ohren geschlackert, aber die Jungs haben sich da gut eingearbeitet. Oder wenn man irgendwen hat, der einem das supportet, dann kann das vielleicht was sein. Aber ich wäre da sehr vorsichtig und würde mir immer irgendwie die Hintertür aufhalten, weil wer weiß, wenn ButterFS wirklich irgendwann stabil wird oder die Lizenzproblematik von ZFS irgendwann problematisch zu Problemen führt, dann wird man vielleicht irgendwann einfach auf ButterFS oder XFS umsteigen müssen. Und das macht dann natürlich auch Arbeit. Was hat sich noch so getan? Für die High-End-Server-Jungs hier, NVM-Support ist besser geworden oder als PMEM bekannt, ist Persistent Memory. Das kann zum Beispiel so sein, das sind Speichermodule, die ganz normal im Arbeitsspeicher-Slot des Mainboards stecken, aber eben zum Beispiel wie hier mit so einem Batteriepack gepuffert werden. Das heißt, die behalten ihren Inhalt auch beim Ausschalten des Rechners und dadurch sind die halt natürlich sehr schnell Speicher. Und da sind in den letzten anderthalb Jahren ist da sehr viel Kernel-Code entstanden, passender Treiber, um das zu unterstützen. Und das kommt so langsam offenbar auch in den richtigen High-End-Servern an, wo halt wirklich großer Durchsatz gefragt wird. Aber wie gesagt, das ist auch sehr high-endig. Was hat sich noch getan? Entwickelt worden ist auch ein Word.io-GPU genannter Treiber im Kernel, mit dem eine Virtual 3D genannte Lösung möglich ist. Dabei geht es darum, dass ein Linux, das in einer Virtual Maschine unter einem Linux-Host läuft, seine Grafikbefehle vom Gast in den Host weiterreichen kann, damit der sie ausführt. Und dadurch hat man dann halt auch 3D-Performance im Gast. Sicherlich nicht so viel wie beim nativen Betrieb, aber um eben Videobeschleunigung oder grafische Desktops in virtuellen Maschinen zu nutzen, dafür ist das Ganze interessant. Alles Nötige ist eigentlich mittlerweile da. Die Distributionen und die Entwickler dieser Virtual 3D-Lösung basteln aber noch ein bisschen dran, dass das richtig alltagstauglich ist, damit man einfach, was weiß ich, wenn man Linux in der VM installiert, dass es einfach tut, ohne dass man irgendwas machen muss. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern. Was ist noch? Den Raspberry Pi Support. Ich hatte eben schon mal gesagt, der Raspberry Pi 3 Support ist im Kernel 4.8 besser geworden.
Tatsächlich ist es so, dass in den letzten anderthalb Jahren der insgesamt auch schon besser geworden ist. Eigentlich bringt der Upstream-Kernel mittlerweile für alle Raspis alles Wesentliche mit. Und dazu gehört auch ein Open-Source-Grafiktreiber, der in den letzten anderthalb Jahren entstanden ist. Der nennt sich VC4, samt eines passenden 3D-Treibers in Mesa. Damit hat man einfach auch auf dem Raspberry Pi jetzt einen richtigen Open-Source-Treiber, mit dem man flexibel programmieren kann und der auch OpenGL und nicht nur OpenGL ES unterstützt. Das ist vielleicht für die Bastler interessant. Was noch? Es hat sich noch viel mehr getan, da könnte ich noch stundenlang reden. Ich komme sonst irgendwann in Zeitnöte, deswegen überspringe ich die eine oder andere Slide und schließe den Teil 3 jetzt ab. Lande dann auch bald bei dem KD-Bus-Kram, aber hat hier noch irgendwer eine Frage zu dem, was wir gerade hatten? Ja, dann mache ich mal weiter. So, was ist in der Arbeit? Was kann in den nächsten Monaten kommen oder auch nicht? Das ist halt immer, ich habe in solchen Vorträgen schon mal KD-Bus erwähnt und tatsächlich ist es so, das kommt nicht, denn KD-Bus ist tot. Wer nicht weiß, was es ist, das war eine kernel-eigene Lösung, um D-Bus-Übertragungen zu realisieren. Um den D-Bus-Daemon zu ersetzen. D-Bus ist was, mit dem viele Komponenten auf Linux-Desktops im Hintergrund miteinander kommunizieren, damit, der Power-Manager-Code vom Desktop weiß, dass jetzt irgendwie der Stromstecker angesteckt wurde oder solche Sachen. KD-Bus ist tot, aber die Entwickler haben nicht aufgegeben, beziehungsweise die Entwicklergruppe hat stattdessen was anderes entwickelt, das nennt sich BusOne. Das ist noch nicht offiziell angekündigt und sozusagen noch in einem Prä-Alpha-Stadium. Und das geht auch ein bisschen anders vor. Die Ideen und den Ansatz, zeigt Parallelen mit Binder. Das ist dieser Interprozess-Kommunikationsdienst, den Android verwendet. An einigen Stellen geht BusOne aber ganz anders vor. Wer da ein bisschen was näher wissen will, da war tatsächlich auf LWN.net jetzt am Donnerstag ein Bericht ausführlicher, der beschrieben hat, wie BusOne funktioniert. Und der ist ab Donnerstag auch frei verfügbar. Im Moment ist er nur für Abonnenten von LWN.net erhältlich. Da steht dann was drin. Und anders als KD-Bus wird eben BusOne nicht nur für D-Bus-Übertragungen geeignet sein, sondern auch andere IPC-Kommunikation, Interprozesskommunikation ermöglichen. So, was noch? Intel vGPU, das hatte ich eben schon mal bei 4.8 auf einer Slide. Das ist eine Funktion, die da eingezogen ist, um Teilfunktionen von einer Intel-Grafik in VMs hineinzureichen. Das heißt, hier geht es wieder um 3D- oder Videobeschleunigung in VMs mit Gästen. Und anders als die Lösung, die ich eben erwähnt hatte mit diesem Virtual 3D, wird diese Intel-Funktion auch mit Windows-Gästen funktionieren, die unter Linux laufen. Weil da eben so ähnlich wie bei Paravirtualisierung Teilfunktionen der Hardware wirklich in den Gast reingereicht werden, damit der sie relativ direkt benutzen kann und auch gute Performance bietet. Das Fundament ist bei 4.8 gelegt, aber das Ganze ist noch unfertig, unterstützt auch nur die neuesten Intel-Chips. Mal gucken, was das wird und ob damit dann einfach man mehr Performance kriegt in Windows-VMs unter Linux. Was noch? Ich hatte eben schon mal das Dateisystem XFS erwähnt und da ist in Linux 4.8 eine Reverse Mapping genannte Infrastruktur eingezogen. Das ist so ein bisschen ein Fundament, auf dem andere derzeit noch entwickelte Features aufbauen sollen. Das heißt, derzeit ist es noch nicht zu nichts Nutze, aber diese Features stehen schon am Horizont. Das hier ist ein Screenshot aus der Dokumentation. Zu diesem Reverse Mapping, da stehen halt Features wie Reflink, Copy and Write Data, Deduplication, Online Metadata, Data Scrubbing und noch viel mehr drauf. Wem das jetzt alles nicht sagt, ist gar nicht so wichtig. Das Wesentliche, was man da mitnehmen kann, ist, das sind viele von den Features, die ButterFS und ZFS auszeichnen. Das heißt, da kriegen wir möglicherweise einen weiteren Konkurrenten, der eben zum Beispiel Datenintegrität besser sicherstellen kann, als es XFS bisher kann und lauter solche Sachen. Das heißt, möglicherweise wird XFS dadurch noch interessanter.
Was XFS aber auch durch die Sachen nicht bieten wird, ist eben die Volume-Management-Funktion, eben diese integrierte Rate, das es zum Beispiel bei ButterFS und ZFS bietet. Das wird auch dadurch nicht in XFS einziehen. Mal gucken, was da kommt und wie gut das Ganze bei XFS dann performt und wie schnell das Ganze fertig wird, weil das ist halt auch noch in Entwicklung. Was noch? Für die High-End-Server-Jungs hier vielleicht interessant ist ein Express Data Pass genannte Technik. Die ist auch in 4.8 eingezogen. Das ist so ein bisschen wie eine Schnellstraße im Kernel, wo bestimmte Teile des Netzwerkverkehrs am Netzwerkstack vorbeigeleitet werden. Eben um den Overhead, der mit dem Netzwerkstack des Kernels entsteht, wenn irgendwie Pakete verarbeitet werden, zu vermeiden. Aber bestimmte Sachen einfach zu beschleunigen. Das Ganze wird halt vornehmlich zum Beispiel, kann bisher genutzt werden, um eben zum Beispiel bei Distributed Denial of Service Attacken zu sagen, okay, könnte man da eine Regel reinpacken, okay, wenn da was von IP so und so kommt, schmeiß das Paket gleich weg, das brauchen wir eh nicht, das wissen wir, das ist einer von den Angreifern. Und dadurch kann man einfach gegen solche Angriffe besser vorgehen. Genauso bei den komplexen Netzwerken heutzutage, Forwarding und Rewriting, kann man dann auch mit diesem BPF-Programm direkt im Kernel machen, ohne dass die Netzwerkpakete durch den normalen Stack müssen. Das Ganze ist, falls der eine oder andere schon mal gehört hat, so ein bisschen eine Konkurrenz für den DPDK-Kram, das ist Data Plane Development Kit. Da wird es wahrscheinlich mit konkurrieren und mal gucken, wie das alles läuft. Entwickelt wird das übrigens vornehmlich von Facebook-Entwicklern bislang. Dieser BPPF, den ich hier gerade schon erwähnt habe, das ist übrigens der Berkeley Packet Filter. Das ist das, was TCP-Dump nutzt, um nur die relevanten Pakete vom Kernel zu bekommen. Das ist einfach auch, um mit möglichst wenig Overhead gewisse Sachen dynamisch programmieren zu können. Und dieser BPF ist in den letzten Jahren deutlich erweitert worden und ist dazu so einer programmierbaren VM geworden. Programmierbare VM, das ist dann wie eine Abstract Computing Machine, also nicht wie KVM, Zen und VMware, sondern eben das, wie es zum Beispiel eine Java VM bietet. Und durch diese dynamische Programmierung wird der BPF mittlerweile für mehr und mehr Dinge geeignet und macht den Kernel flexibler. Und teilweise auch deutlich schneller. Zum Beispiel beim Traffic Control, irgendwie, dass man sagt, okay, wenn man mehrere Netzwerkkarten hat, wie viele Pakete über welche rein und rausgehen sollen, das kann man darüber oder rausgehen können, das kann man damit viel flexibler und programmieren. Und oder das Performance Monitoring hat in den letzten 2 Jahren auch durch den Berkeley Packet Filter deutlich zugelegt. Tracing, da tut sich was. Da war zum Beispiel in 4.7 auch so eine Funktion, womit man jetzt die kernelinternen Prüfpunkte mit so einem BPF-Programm analysieren kann. Das ist halt dynamisch und flexibel. Das heißt, man kann es einfach programmieren und hat zugleich deutlich weniger Overhead als bisherige Lösung. Und das ist tatsächlich was, dadurch hilft dieser BPF dazu bei, dass langsam so Analysefunktionen möglich werden mit dem Kernel immer mehr, wie sie früher viele Anwender bei D-Trace geschätzt haben. Das ist eine Performance-Analyse-Software, wie es sie bei die für Solaris ursprünglich entwickelt wurde. Und dadurch wird halt die Performance-Optimierung noch leichter. Was noch? Beim Power-Management tut sich immer was. Da ist tatsächlich bei 4.7 eingezogen eine Funktion, um das Hoch- und Runtertakten von Prozessoren zu optimieren. Aber das führt jetzt auch zu weit, das hier genau zu beschreiben. Das ist tatsächlich aber auch möglicherweise eine relativ wichtige Entwicklung, weil sie auch für Prozessoren geeignet aufgebohrt wird, die unterschiedlich schnelle Kerne enthalten. Das heißt, das ist irgendwas, was vielleicht bei unseren Android-Telefonen nachher dafür sorgt, dass die einfach noch länger laufen. Netzwerkoptimierung hat es Dutzende gegeben. Da gibt zum Beispiel der IP-Tables-Nachfolger NF-Tables, NFT, nähert sich ganz langsam, ist die Betonung der Produktionsreife. Der ist so vor 2 Jahren, glaube ich, in den Kernel eingezogen. Erlaubt eine flexiblere Firewall-Programmierung und so langsam kann er alles, was wesentlich ist, und mal gucken, vielleicht ist es so, dass in 1-2 Jahren die großen Distributionen langsam anfangen, den zu nutzen.
Was vor allen Dingen aber auch passiert ist, es gab relativ viel kleine Optimierung, um den Linux-Kernel fit zu machen für 100 Gigabit Ethernet, weil da ist es so, da kommen die Pakete von außen so schnell rein. Da musste dann an der Speicherverwaltung, IAQ-Verarbeitung und zig anderen Sachen ein bisschen gedreht werden, damit der Kernel dann auch einfach die Pakete, wenn sie mit 100 Gigabit pro Sekunde eingehen, so schnell verarbeiten kann. Was auch passiert, ist viel bei Tunneling-Techniken. Das ist vor allen Dingen in einer Welt mit Software-Defined Networking oder größeren Infrastrukturen, wo man OpenStack und viele Container betreibt, viele VMs interessant, damit ein Nutzer nicht die Netzwerkpakete des anderen nutzen sehen kann. So, sich andere Dinge. Sind beim Netzwerk-Support noch passiert, dass ist einfach, was das zeigt, auch Netzwerk ist noch lange nicht fertig. Beim Raid hat sich auch noch was getan, da gibt es zum Beispiel jetzt eine Cluster-Funktion, die im Upstream-Kernel enthalten ist und sie langsam der Produktionsreife nähert, das ist für Raid 1, also für Spiegeln. Und was auch passiert ist, aus der Facebook-Ecke gekommen, man kann Raids jetzt mit einem zusätzlich zu einem RAID 5, was meinetwegen aus 4 oder 5 Geräten besteht, da noch eine SSD daneben setzen, also ein möglichst schnelles Device, was sozusagen Journaling macht, wie man das bei Dateisystemen kennt. Und das vermeidet Datenintegritätsprobleme, Stichwort ist Write-Hole, wenn es irgendwen interessiert, und es bringt auch kleine Performance-Gewinne. In Zukunft soll diese SSD, also dieses Log-Device, dann auch genutzt werden, um als richtiger Write-Back-Cache zu arbeiten. Dann bringt es halt noch viel mehr Performance-Gewinne. Wie gesagt, ich hatte es schon mehrfach erwähnt, Security-Sachen, da tut sich einiges. Da hat halt das Kernel Self-Protection-Projekt dafür gesagt, hat sich das näher angeguckt und gesagt, okay, irgendwie passieren immer Sicherheitslücken, wir müssen den Kernel halt anpassen, damit er robuster ist, wenn solche Sachen passieren. Und dazu haben die Jungs unter anderem einige Funktionen von GR Security Pax in den Kernel eingebaut und auch noch anderswo sich angeschaut, was Android noch macht und diese Sicherheitsfunktion in den Upstream-Kernel integriert. Passiert noch viel mehr. Kernel-Entwickler arbeiten zum Beispiel dran, 32-Bit ARM-Systeme fit zu machen für das Jahr 2038. Die Älteren in dieser Runde erinnern sich vielleicht noch, es gab mal das Jahr 2000-Problem. Bei Linux droht da 2038 wieder so ein Problem, aber es ist eigentlich nur für 32-Bit Systeme. Aber das ist natürlich heute schon relevant, weil die Embedded-Systeme mit 32-Bit ARM-Prozessoren, die in Autos eingebaut werden, die werden halt auch 2038 vielleicht noch betrieben werden. Live-Patching steht hier noch groß, ganz unten. Das ist vor anderthalb Jahren gut durch die Medien gegangen, weil es einfach so ein bisschen so ein interessantes Feature ist, nach dem Motto, hey, man kann Kernel zur Laufzeit anpassen und so auch Sicherheitslücken korrigieren. Das Ganze war so ein bisschen so ein Hype, das ist dann in den Kernel eingezogen. Nachdem kam das Ganze ein bisschen ins Stocken. Das liegt daran, weil sie eine Funktion, um das Ganze noch ein bisschen alltagstauglicher zu machen, sehr schwer zu entwickeln war. Da sind die Entwickler aber mittlerweile relativ weit gekommen. Das heißt, es kann sein, dass das Ganze ein bisschen robuster wird in nächster Zeit. Aber so oder so bleibt das eine Funktion, die eigentlich nur für High-End-Server interessant ist, weil so ein Live-Patch, um eine Sicherheitslücke zu korrigieren, der lässt sich nicht mal eben so programmieren. Das lohnt sich wirklich nur für Systeme, die so richtig lange laufen muss, wo einfach enorme Kosten entstehen, wenn man die einfach mal neu starten muss. Das ist nichts für zu Hause oder so. Was auch noch interessant wird, ist, dass einige Kernel-Entwickler, das ist der unterste Punkt, an einem Projekt Tinification arbeiten, dann den Linux-Kernel ein bisschen kleiner zu machen, damit er sich auch für schwachbrüstigere Hardware eignet. Mal gucken, was daraus noch wird. Das war Teil 4. Wir haben noch so 5 bis 10 Minuten. Noch Fragen dazu? Ich muss noch mal meine Stimme ölen. Du hast uns eben gezeigt, bei den zu erwartenden neuen XFS-Features auf dem Slide, was da enthalten sein soll und gesagt, dass RAID-Funktionalität natürlich nach wie vor nicht einziehen wird. Aber Snapshotting war nicht erwähnt und hast du nicht erwähnt. Wie sieht das diesbezüglich aus bei XFS? Ich habe die Slides selber nicht im Kopf, aber ich glaube, Snapshotting war da auch nicht drauf. Aber
Aber tatsächlich ist es ja so, dass Snapshotting hatte in Linux ja einen relativ schlechten Ruf, weil das Snapshotting mit LVM nicht so gut funktioniert hat lange. Aber die haben ja vor 2 oder 3 Jahren mal eine grundlegend neue Infrastruktur gebaut, die deutlich besser Performance liefert. Und das in Kombination mit den neuen XFS-Features könnte dann was sein, was für viele Anwender dann vielleicht taugt. Features war ja Copy and Write dabei. Ja. Das ist ja im Prinzip schon... Leben gleich mal das. Bei den Features war Copy and Write dabei. Das ist ja im Prinzip schon die halbe Grundlage für Snapshots. Ich weiß aber nicht, das ist tatsächlich die halbe Grundlage dafür, aber ich habe mir das auch noch nicht genau angesehen, was die XFS-Leute davor haben. Ich glaube, möglicherweise benutzen sie es einfach auch nur, um die Datensicherheit zu steigern. Auf dem Slide war gerade noch was zu Rich RCLs. Ja. Was gibt es da genau? Rich RCLs sind eine SS-Control-List-Funktion, die vor allen Dingen im NFS und Bereich und bei Windows-Domänen wichtig sind. Und damit sich die Zugriffsrechte besser abbilden lassen. Da ist es so, die Entwickler treiben das schon seit vielen Jahren voran, aber es wird nicht so richtig fertig. Und es gab vor 3, 4 Monaten oder 5, sah es plötzlich mal so aus, als kommt es jetzt endlich, aber jetzt habe ich in letzter Zeit wieder nichts gehört. Es scheint wieder so ein bisschen stocken geraten. Also wer NFS betreibt, das kann einiges einfacher machen bei der ACL-Verwaltung, aber noch ist es halt nicht da. Aber SUSE hat es, glaube ich, in seinen Enterprise-Kernel. Ich würde dich auch noch bitten, was zu deiner neuen Aufgabe auf der LKML zu erwähnen. Kommen wir noch. Okay. Ah. Wir haben ja eigentlich nur noch 3 Minuten, aber ich sehe, direkt danach ist eh nichts, oder? Ja, gut. Nochmal kurz den Metablick auf den Kernel, falls es für den einen oder anderen wichtig ist, wer selber Kernel kompiliert. Die im Januar erscheinenden Kernel sind in Zukunft immer Long-Term-Kernel. Das heißt, die werden mindestens 2 Jahre gepflegt. Das erlaubt einfach eine bessere Planbarkeit für Anwender oder Distributionen, wenn man auf einer Firewall einen eigenen Kernel kompiliert, dass man dann so einen Long-Term-Kernel nimmt. Und dann braucht man immer nur so kleinere Updates einspielen, wo eigentlich die Gefahr relativ gering ist, dass irgendwas kaputt geht. Und braucht dann erst so nach 2 Jahren wieder auf ein größeres neues Release wechseln, wenn man das will. Der nächste Kernel, der ein Long-Term-Kernel wird, ist dann der 4.9. Das ist halt der dann im mit Ende November irgendwann fertig wird. Und wie gesagt, dadurch ist er dann auch der im Januar aktuell ist. Das hat Greg Kohr-Hartmann kürzlich angekündigt, dass das der Long-Term-Kernel wird. Was noch, wo ich gerade schon von Sicherheitslücken rede? Es gibt tatsächlich so über den Daumen jede Woche 2 bis 3 Sicherheitslücken im Kernel. Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Das ist einfach so. Das ist nicht, weil die Kernelentwickler so schlecht arbeiten, sondern weil das Ding einfach auch sehr komplex ist und weil einfach auch Fehler passieren. Nicht jede davon ist kritisch, aber jedes Jahr sind einige davon kritisch. Und da muss man einfach sagen, darauf muss man sich einstellen. Gerade wenn man irgendwo, was weiß ich, auf einer Firewall einen eigenen handgeschnitzten Kernel kompiliert, dann muss man das halt im Auge haben und im Zweifel dann halt auch relativ schnell agieren können, um irgendwie so einen Sicherheitspatch einspielen zu können, wenn es denn mal nötig wird. Das heißt, einstellen darauf, dass das passiert. Das Problem ist, diese Erkenntnis hat sich noch nicht so richtig zu vielen Hardwareherstellern rumgesprochen. Das kennt man von Android. Da ist es auch typischerweise so, dass die Hardwarehersteller irgendwie ein Android-Gerät zusammenschnitzen mit dem und dem Kernel und dann gibt es kaum noch Updates. Weil es halt auch gerade bei den Android-Geräten relativ schwierig ist, weil da proprietäre Treiber involviert sind, auf eine neue Kernel-Version zu gehen. Und tatsächlich ist es so, es ist einfach traurig, wie schlecht die darin sind, diese Kernel-Sicherheitslücken zu stopfen in den Kerneln. Mal gucken, ob uns das irgendwann nochmal so richtig, richtig beißt. Und vor allen Dingen auch im Internet of Things Zeitalter, wo dann irgendwelche Glühlampen mit Linux laufen oder so, könnte das zu einem richtigen Problem werden, weil wenn dann irgendwie ein Hacker plötzlich halb Deutschland die Lichter auskneift oder auf der halben Welt, dann könnte das echt zu einem echt nervig werden. Da werden so ein paar Filmszenarien möglich. Was noch? Was mir immer wieder auffällt, ist, dass Kernel-Testing ein Problem ist. Die Kernel-Entwickler selber testen halt schon. Und es gibt auch so ein paar Spezies, die
neuere, noch in Entwicklung befindliche Kernel ausprobieren. Also ich betreibe meinen Kernel hier jetzt auch schon mit einer Vorabversion von 4.8. Ich mache das auch schon seit einem Jahr. Da ist eigentlich nie was wirklich Kritisches kaputt gegangen. Aber manchmal ist es so, dass WLAN plötzlich oder so nicht mehr geht. Dann muss man halt den Kernel-Entwicklern einfach mal sagen, da ist was. Aber dann können die das auch beheben. Ich meine, das ist ja besser, als wenn es nachher alle Anwender betrifft, weil es keiner gemerkt hat. Das Problem ist tatsächlich, die Kernel-Entwickler über Fehler zu informieren, ist ein bisschen schwer. Man muss da auf Mailinglisten gehen oder irgendwie im Bugzilla von kernel.org reporten. Und da muss man einfach auch ein bisschen Rückhalt haben, also Rückgrat haben, einfach sagen, hey, da ist ein Fehler, ihr müsst mir das jetzt mal, ihr müsst das jetzt irgendwann aus der Welt schaffen, weil manchmal geht das einfach schnell unter. Und da fällt halt auch das Regression-Tracking rein. Das sollte eigentlich erst später im Vortrag dann kommen. Das ist halt so, was ich in meiner Freizeit wohlgemerkt, ganz unabhängig von meiner Arbeit mittlerweile mache, ist, dass ich so Listen führe, wenn was für Fehler bei einer neuen Kernel-Version auftauchen. Was weiß ich, dass man dass irgendwas bei 4.6 ging und nach dem Update auf 4.7 nicht mehr geht, dann ist es halt so, dann ist es eine Regression, weil irgendwas wurde halt geändert und es hat irgendwas kaputt gemacht, was vorher ging. Und das heißt, da gibt es immer eine Ursache, die kann man auch mit Kernel Bisection relativ einfach, kann man finden, sagen wir es mal so. So richtig einfach ist es nicht. Und dann kann man halt diese Änderung auch zurücknehmen. Und da habe ich halt angefangen, weil das der Kernel-Entwicklung fehlte, diese Regressions, die überall an verschiedenen Orten eintrudeln, einfach mal zu sammeln, damit Linus Torvalds und anderen Überblick haben, geht es denn eigentlich wirklich vorwärts oder machen wir den Kernel einfach mit jeder Version nur schlechter oder so? Und das wurde auch sehr begrüßt. Mal gucken, das ist ziemlich zeitaufwendige Sache, die mir im Moment die Wochenenden immer zerhagelt. Ich muss noch mal sehen, ob ich da dauerhaft bei bleibe oder wie sich das realisieren könnte, damit das in Zukunft irgendwie eine feste Institution wird. Weil das gab es bis 2012 schon mal, aber der das da gemacht hat, hat das dann auch aufgeben müssen, weil er auch einfach keine Zeit mehr gehabt hat. Ja, es ist tatsächlich, nachdem ich mir alles angeguckt habe, wo man da schrauben müsste, ist es wirklich eine Aufgabe für ein Team, das stimmt schon. Nochmal ein bisschen allgemein ausholen, was sich beim Kernel noch so tut. Es werden mehr und mehr Tools eingesetzt, um Bugs früh zu finden. Das sind vor allen Dingen Fuzzing-Tools, wie hier. Gerade dieses Syscrawler, das ist was Google entwickelt hat, das hat schon mittlerweile, glaube ich, ungefähr 200 Fehler gefunden, einfach durch indem ein automatisches Tool mit dem Kernel rumgespielt hat und dann Fehler findet. Und dann haben sich die Entwickler das angesehen und dann so auch ein paar Sicherheitslücken gefunden und stopfen können. Womit sich die Kernel-Entwickler selber das Leben leichter machen, ist sind automatische Testruns. Da gibt es zum Beispiel kernelci.org, da wird ein neuer Kernel immer durchgejagt oder ein Programm, das beobachtet praktisch die Mailingliste und wenn ein neuer Patch auftaucht, dann wird er durch den Compiler gejagt. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt, geht es tatsächlich auch die Antwort an die Mailingliste zurück, dass da was im Argen ist. Was jetzt noch kommt, sind GCC-Plugins, um tatsächlich auch beim Kompilieren noch mehr reingucken zu können, was passiert da und auch da noch Fehler finden zu können. Was noch, was ein bisschen auffällig ist, Linux und IoT, also Internet of Things again, da könnte es sein, dass Linux einfach Konkurrenz von unten kriegt, weil es einfach zu schwergewichtig oder hat zu hohe Hardware-Anforderungen für die Chips, die halt in irgendwelchen Glühlampen, Steckdosen oder sonst was eingebaut werden sollen. Da ist es so, die Linux Foundation hat da selber ein Projekt, das nennt sich Sapphire. Und Google hat vor einer Woche so ein bisschen durchscheinen lassen, dass die auch an irgendwas arbeiten. Mal gucken, ob das Linux tatsächlich irgendwie Konkurrenz macht. Gerade bei eben diesen richtig schwachbrüstiger Hardware, wie beim Internet of Things. Möglicherweise wird die Hardware aber auch einfach so schnell, so leistungsfähig, dass man in ein oder zwei Jahren dann trotzdem einfach Linux nimmt, weil das jeder kennt und man sich da nicht neu einarbeiten muss. Das ist ja auch immer ein wichtiger Faktor für die Entwickler. Was noch? Es gab von einem halben Jahr oder einem Jahr ganz viel Medienberichte zu Problemen bei der Kernel-Entwicklung, gerade über den frauenfeindlichen Ton oder den rauen Umgangston im Allgemeinen oder dass es einfach zu wenig Leute gibt, um die Änderungen zu begutachten. Das ist ein sehr komplexes, schweres Thema, was sich in so einem auch einen eigenen Vortrag eigentlich wert ist.
Die Kurzantwort ist tatsächlich ein bisschen, vieles ist nicht ganz so schlimm wie in den Medien dargestellt und vieles ist auch deutlich besser als vor 5 oder 10 Jahren. Die Kernel-Entwickler haben da an sich gearbeitet, aber wie das halt immer so ist, es gibt halt immer noch Dinge, die besser sein könnten und auch sein sollten. Und da wird sicher hin und wieder immer mal wieder darüber diskutiert und Universallösungen gibt es da auch nicht. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Wer mehr Details dazu wissen will, eigentlich zu all dem Kram, den ich erwähnt habe oder auch den 2, 3 Zeilen, die ich vielleicht mal nicht erwähnt habe, da gibt es Artikel, Videos und Präsentationen im Web. Gerade auf LWN.net findet sich da immer was. Fragt mich, wenn ihr nichts bei der Internetsuche nichts Passendes findet, das irgendwie mehr erläutert. So, bevor es ganz zu Ende geht, noch 3 Sachen schnell. Wirklich helft beim Kernel zu testen. Insbesondere, wenn ihr Hardware abseits des Mainstreams habt. Das ist einfach so, oder noch viel wichtiger ist es, wenn ihr richtig alte Hardware oder noch richtig exotische Hardware habt. Denn wenn ihr die nicht testet unter Linux oder gerade in neuen Kernel-Versionen oder möglicherweise erst nach einem halben Jahr, dann fallen Fehler erst auf, wenn sie richtig, richtig alt sind. Und das ist so ein bisschen wie wenn man irgendwie zu Hause irgendwo im Keller umräumt. Was ich letzte Woche umgeräumt habe, weiß ich noch, wo es ist. Aber was ich vor einem halben Jahr mit irgendeinem tollen System irgendwo hingestellt habe, weiß ich auch nicht mehr. Und so ähnlich ist es auch bei der Kernel-Entwicklung. Wenn man vor einem halben Jahr, was die da umgebaut haben, wissen die nicht mehr. Und wenn man dann jetzt mit einem Fehlerbericht ankommt, der Kernel vor einem halben Jahr veröffentlichte Kernel macht jetzt das und das nicht mehr, dann können einem die Entwickler deutlich schlechter helfen. Und wie gesagt, ich mache das Regression-Tracking. Wenn eben sozusagen von einem Wechsel auf 4.6, auf 4.7 oder 4.8 irgendwas nicht mehr geht, sagt mir das, dann kommt das in diese Listen, diese Regression-Reports, wo man einfach nachgucken kann, was für Fehler gerade bekannt sind. Und das hilft auch tatsächlich, diese Fehler anzugehen. Was noch? Gebt mir Feedback zum Vortrag. Sonst mache ich das wieder so. Ihr müsst mir halt sagen, was schlecht war, ob ich schlecht war oder vielleicht auch, was gut war. Wenn ihr was zu meinen Texten auf Heise Online oder so sagen wollt, dann könnt ihr mir das natürlich auch sagen, auch positiv wie negativ. Ich breche nicht gleich zusammen, wenn man mir mal Kritik an meinen Texten an den Kopf schmeißt. Und Eigenwerbung nochmal schnell. Mehr zu den Themen steht halt auch immer in CT und auf Heise Online. Und ich bin auch einer dieser verstrahlten Google Plus Nutzer. Ich poste viel von dem Kram, den ich so interessant finde, aber der es nicht auf Heise Online und CT schafft, auf meinem Google Plus Account. Und da gibt es das eine oder andere noch, was vielleicht interessant ist. So, das war übrigens Slide 272. Und jetzt haben so, wir vielen Dank erstmal, Thorsten. Mit der Zeit sind wir offiziell durch, aber ich glaube, so 1, 2 Fragen, vielleicht auch 3, 4 Fragen kriegen wir noch hin. Ich sehe, da ist eine, da ist eine, da ist eine. In der Reihenfolge machen wir es mal. Ich habe eine Frage im Endeffekt mal so ein bisschen zum Schwerpunkt. Also vom Vortrag her hätte ich jetzt gesagt, der Schwerpunkt liegt im Endeffekt auf Serverentwicklung und Desktop-Entwicklung und zwar sehr, sehr wenig irgendwie zu Embedded Devices und auch zu mobilen Geräten. Selbst wenn ich jetzt gesagt hätte, im Netzwerkbereich kann man auch im mobilen Bereich noch sehr, sehr viel machen. Ist das, dass man auch im Netzwerkbereich noch sehr, sehr viel im mobilen Bereich eigentlich machen kann? Ja, da passiert auch sehr viel. Das stimmt schon. Das habe ich nicht so im Auge, gebe ich zu. Okay, also es passiert auch da was in der Kernel-Entwicklung, das war jetzt einfach nur nicht Teil des Vortrags. Ja, die Sache ist tatsächlich viel im Embedded-Bereich profitiert dann auch einfach davon, was irgendwie für den Server-Bereich teilweise auch schon entwickelt wurde, gerade auch bei Skalierung und so, ja. Aber das wird halt sehr schnell sehr speziell, deswegen gehe ich in diesen Vorträgen meistens nicht so drauf ein. So, jetzt war irgendwo auf dieser Seite, dort. Also falls ihr gleich sowieso keine Zeit mehr ist, ihr dürft mich heute und morgen auch jederzeit noch gerne ansprechen auf dem Flur, ich beiße nicht. Ja, danke für den Vortrag. Du hast die Live-Update-Features des Kernels angesprochen oder was vielleicht geplant ist. Soll das ein generelles Replacement so für Ksplice werden? Es gab ja schon Projekte, wo das angefangen wurde. Also dieses Live-Patching ist was, das SUSE bei seinem Enterprise-Kernel schon unterstützt. Aber dafür muss man einfach Geld in die Hand nehmen, damit die einem diesen Service sozusagen bieten. Weil da ist dann auch ein Entwickler, der für genau den Kernel einen Patch entwickelt. Red Hat wird das ähnlich machen für seine Kernel. Und auch die werden sicherlich Geld dafür in die Hand nehmen wollen. Und für den Hausgebrauch ist das einfach tatsächlich nichts. Und ja, es gab mit
Case-Splice gab es schon solche Lösungen, aber die waren schlechter in den Kernel integriert, deswegen ist da einfach auch keine Chance, dass das es irgendwie in den Kernel schafft. Vor allen Dingen gab es da auch wieder Lizenzprobleme mit den Tools, das heißt, das ist aus, das gibt es sicherlich weiterhin, aber das hat einfach aus Kernel-Org-Sicht keine größere Bedeutung. Okay, danke. Gut, während ich hier rübergehe zu den nächsten Fragen noch, hätte ich selbst auch noch eine Frage. Christoph Hellwig, ein wichtiger Kernel-Entwickler, hat sich ja vor kurzem vor dem Landgericht Hamburg mit VMware geprügelt und in der aktuellen Instanz auch verloren. Siehst du durch diesen Fall irgendwelche Auswirkungen in der Art und Weise, wie der Kernel sich in Zukunft entwickeln wird? Also er hat nicht verloren, die Klage ist abgewiesen worden, wenn man so will, durch grob gesagt Formfehler oder weil er nicht richtig nachweisen konnte, dass die Klage begründet war. Die Klage hat sicherlich positive wie negative Effekte. Natürlich, ich hatte eben diese kleineren Kernel für IoT-Geräte erwähnt, die stehen zum Beispiel beide unter der BSD-Lizenz. Das heißt, das ist natürlich für Firmen interessant, die eben aus Furcht vor solchen Klagen lieber Linux zu vermeiden versuchen. Das heißt, das ist tatsächlich, ist die GPL, die Linux zu dem gemacht hat, was es ist, wird mittlerweile manchmal auch kritisch beäugt, gerade auch so im Android-Bereich. Und da sind solche Klagen natürlich nicht gerade förderlich. Das heißt, die schicken die Leute von Linux eher weg. Gleichzeitig halte ich es für richtig, dass Christoph da sein Recht sozusagen einklagt. Das Ganze ist aber eine sehr komplizierte Sache, wie VMware da den Linux-Kernel sich zunutze macht und was dabei rauskommt. Also ich denke, es ist richtig, dass er das macht, aber ob die Gerichte dann überhaupt verstehen, die technischen Sachen, wie Linux da benutzt wird, das wage ich fast ein wenig zu bezweifeln. Ich meine, einer der Formfehler war ja, dass es irgendwie schwierig war, für Christoph nachzuweisen, dass er eine gewisse Urheberschaft am Teilen des Kernels auch tatsächlich hat. Sind da womöglich Änderungen im Lizenzierungs- oder im Copyright-Assignment-Prozess notwendig? Nee. Oder unter den Entwicklern diskutiert? Der Kernel ist halt ein großes Stück Software. Und es gab vor 10 Jahren ja schon eine Änderung, durch die man, sozusagen, wenn man jetzt Patches einreicht, die unterschreiben muss. Und dadurch lässt sich mittlerweile viel genauer nachvollziehen, wer welchen Code beigebracht hat. Und das hilft dann natürlich auch in solchen Fällen. Es wird halt so viel umgebaut, das heißt, da ist für ein Gericht sieht das unter Umständen aus, dass irgendwie bei einer großen Funktion nachher nur noch 3 Zeilen übergeblieben sind, von denen die Christoph entwickelt hat. Das heißt, für einem Gericht ist das wahrscheinlich möglicherweise schwer zu vermitteln, dass es trotzdem seine Idee war oder sein Konzept, was er da irgendwie vorangebracht hat und dass das natürlich auch schützenswert ist. Weil ich meine, bloß weil an diesem Kernel Zehntausende von Entwicklern über die Jahre mitgearbeitet haben, kann man ja nicht können ja nicht alle auf ihre Rechte verzichten. Genau, es könnten sich zum Beispiel mehrere Entwickler zusammentun, um das deutlicher zu machen, aber auch in der Kernel-Community ist halt umstritten, ob solche Klagen eigentlich wirklich gut oder schlecht sind, weil wie gesagt, sie werfen halt auch ein abschreckendes Licht manchmal auf Linux. Gut, du hattest glaube ich noch eine Frage, oder? Du hattest vorhin angesprochen, die 2 bis 3 Sicherheitslücken pro Woche. Wir wissen, die großen werden normalerweise bearbeitet, aber was würdest du eigentlich einem einfachen Anwender empfehlen, bei diesen Sicherheitslücken up to date zu bleiben und die, so gut es geht, in sein Nutzungsproduktivsystem halt einzupflegen? Einem einfachen Anwender würde ich sagen, eine Distribution zu nutzen, die sich um das Stopfen solcher Lücken aktiv kümmert und zeitnah. Das sind eben natürlich die Enterprise-Distributionen, eben RHEL und SUSE Linux Enterprise, auch Debian macht da einen relativ guten Job, aber es gibt halt auch Distributionen, da kriegt man die Kernel-Updates noch nicht mal standardmäßig angezeigt, das heißt also Mint zum Beispiel blendet die Kernel-Updates aus, weil ein Kernel-Update halt auch immer die Gefahr bietet, dass irgendwas kaputt geht. Und das halte ich für kontraproduktiv. Ich meine, wenn Microsoft das machen würde, dass die Kernel-Updates nicht einblenden oder Updates für zentrale Komponenten,
dann würden sich ja die Angreifer da drauf stürzen und das wäre bei Linux dann auch irgendwann so. Das heißt also, es ist wirklich wichtig, da einfach eine Distribution zu benutzen, die sich aktiv um das Pflegen aller bekannten Lücken, aktiv um das Stopfen aller bekannten Lücken kümmert. Hat das die Frage beantwortet? Okay. Gut, ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick über den aktuellen Stand der Dinge erhalten. Ich habe das richtig verstanden. Du bist heute und morgen noch heute da. Heute und morgen bin ich hier. Einfach ansprechen. Ich beiße nicht heute Abend irgendwie draußen beim Social Event oder so. Genau. Perfekt. Dann vielen Dank nochmal, Thorsten.